So, jetzt geht es weiter in der Debatte. Ich rufe auf den Punkt 63, Antrag der Fraktion DIE LINKE, betreffend eine Aktuelle Stunde, gute Arbeit am Frankfurter Flughafen. Die Hessische Landesregierung muss bei Vergaben Tarifbindung sichern. Solidarität mit den Beschäftigten bei den Bodenverkehrsdiensten 195193. Die Frau Kollegin Janine Wissler beginnt. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben diese Aktuelle Stunde beantragt, weil wir uns für gute Arbeit am Frankfurter Flughafen einsetzen. Ich freue mich, dass Beschäftigte von Axiona, darunter der Betriebsrat, heute hier auf der Besuchertribüne sind, und begrüße sie ganz herzlich im Hessischen Landtag. Die Firma Axiona erbringt Bodenverkehrsdienste am Frankfurter Flughafen, erledigt also für die Fluggesellschaften die Gepäckabfertigung, die Enteisung, Betankung usw. So die Beschäftigten bei den Bodenverkehrsdiensten, bei Axiona, bei Fraport und bei der Fraport-Tochter FraGround leisten harte Arbeit im Nacht- und Schichtdienst. Ohne sie ginge nichts am Frankfurter Flughafen, und dafür verdienen sie unsere Anerkennung und vor allem eine gute Bezahlung, meine Damen und Herren. Die 1.300 Beschäftigten bei Axiona fürchten aber derzeit um ihre Arbeitsplätze und um ihre Tariflöhne. Denn das Hessische Wirtschaftsministerium hat im Juli die Konzession für die Abfertigung am Flughafen nach einer Ausschreibung der Firma Visag zugesprochen, die nicht tarifgebunden ist. Ich halte es für ein Unding, dass Fraport als ein Unternehmen, das sich mehrheitlich im öffentlichen Besitz befindet, die Tarifbindung nicht zu einem verpflichtenden Ausschreibungskriterium macht, meine Damen und Herren. Und noch schlimmer finde ich, dass ein Verkehrsminister zulässt, dass ein nicht tarifgebundenes Unternehmen hier zum Zuge kommt. Meine Damen und Herren, das ist ein Unding, das kann überhaupt nicht sein. Visag hat zwar zugesagt, die Löhne nicht abzusenken, aber das ist keine Garantie für die Zukunft, und das ist kein Tarifvertrag, meine Damen und Herren. Und wie rau der Umgang mit den Beschäftigten in dieser Branche ist, zeigt sich in Berlin, wo Visag schon tätig ist. In Berlin hat die Visag 2008 die damalige Globeground gekauft, die bis dahin die Bodenverkehrsdienste in Tegel und Schönefeld erbracht hat. Und seitdem hat die Visag dort ein kaum übersehbares Überflecht von immer neuen Tochtergesellschaften und Subunternehmen aufgebaut. Ehemalige Globeground-Mitarbeiter wurden dazu gedrängt, die Gesellschaft zu wechseln, natürlich zu schlechteren Bedingungen. Und dass das früher oder später den Kolleginnen und Kollegen bei Axiona bevorsteht, das ist natürlich zu befürchten. Und ich sage, das betrifft natürlich nicht nur Visag, sondern diese Dumpingkonkurrenz hat System bei den Bodenverkehrsdiensten, und das ist das Problem, über das wir heute reden müssen. Hier findet ein Wettbewerb auf Kosten der Beschäftigten statt. Und diese Zustände sind nicht vom Himmel gefallen, sie sind politisch gewollt. Die Liberalisierung der Bodenverkehrsdienste, die Vorgabe, dass es mindestens zwei Anbieter für Bodendienste an jedem Flughafen in der EU geben muss, sollte angeblich für mehr Effizienz sorgen, das Versprechen einer jeden Liberalisierung und Privatisierung. In Wahrheit geht es aber nicht um verbesserte Abläufe und höhere Qualität. Ganz im Gegenteil, es ist ein Preiskampf, der nicht zu einer Verbesserung führt, sondern teils zu chaotischen Zuständen wie bei der Gepäckabfertigung in Berlin-Tegel. Und es ist doch klar, dass in einem so personalintensiven Bereich, geschätzt 70% Personalkosten, der Wettbewerb auf Kosten der Mitarbeiter geführt wird. Und es ist gut, dass die Beschäftigten von Axiona sich genau dagegen wehren. Die Arbeitsplätze am Flughafen werden insgesamt immer prekärer. Bei den Bodenverkehrsdiensten gibt es einen Wettbewerb auf Kosten der Beschäftigten. Ein guter Teil sind mittlerweile Leiharbeiter. Ich habe am Samstag bei der Kundgebung am Flughafen mit Kollegen gesprochen, die jahrelang als Leiharbeiter gearbeitet haben. Das lässt sich doch nicht mit den oft genannten Auftragsspitzen begründen, meine Damen und Herren. Das ist Lohndumping und nichts anderes. Die Gewerkschaft Verdi spricht von einem zunehmend erbarmungslosen Absenkungswettbewerb um die niedrigsten Lohnkosten, die geringsten Qualifikationskosten und den knappsten Personaleinsatz. Und
Durch die Ansiedlung von Ryanair am Frankfurter Flughafen haben Fraport und Landesregierung diesen Billigwahn noch verstärkt. Ryanair wird der rote Teppich ausgerollt und bekam als Extrawurst eine beschleunigte Abfertigung zugesagt. Ja, wer stemmt denn diese beschleunigte Abfertigung? Das sind doch die Kolleginnen und Kollegen, auf deren Rücken das geht und die am Ende noch härter arbeiten müssen als ohnehin bisher. Der Druck auf die Arbeitsbedingungen wird noch weiter zunehmen durch diese Billigkonkurrenz. Zukunftsängste durch immer neue Ausschreibungen, weniger Vollzeitstellen, schlechtere Löhne. Das darf so nicht weitergehen. Und wir erwarten, dass ein Verkehrsminister sich vor die Beschäftigten stellt und nicht Entscheidungen gegen sie trifft, meine Damen und Herren. Flughäfen sind Teil der öffentlichen Infrastruktur. Eigentlich müssten diese Beschäftigten, die ja auch noch in einem sicherheitsrelevanten Bereich arbeiten, Teil des öffentlichen Dienstes sein, meiner Meinung nach. Das Mindeste aber ist, dass sie tariflich entlohnt werden und dass sie unbefristete Verträge haben. Und wir brauchen natürlich auch einen Branchentarifvertrag, wie ihn Verdi seit Jahren fordert. Ich komme zum Schluss. Der Frankfurter Flughafen ist einer der größten dieses Kontinents, und Fraport verdient gut damit. Beim Flughafenausbau wird immer gerne vom Jobwunder Flughafen gesprochen. Fakt ist aber, die Arbeitsbedingungen werden schlechter. Und wenn jemand die gleiche Arbeit für weniger Geld macht, dann ist das kein Wunder, sondern dann ist das eine Sauerei. Deswegen stehen wir an der Seite der Beschäftigten bei den Bodenverkehrsdiensten, die sich gegen Lohndumping wehren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Sauerei, das ist auch nicht so richtig parlamentarisch, aber na ja, weiter. Ja, na ja, lassen wir es mal laufen. Gut. Das nächste Wortmeldung ist der Kollege Decke, Wolfgang Decke, SPD-Fraktion. 14:3, Wolfgang, auf. Meine Damen und Herren, Herr Präsident, bereits schon einmal hat sich der Landtag ausführlich mit den Bodenverkehrsdiensten am Frankfurter Flughafen befasst. Damals haben wir auf Initiative der SPD-Fraktion in einer fraktionsübergreifenden Resolution erfolgreich gegen eine weitere Liberalisierung der Bodenverkehrsdienste uns gewehrt. Seit damals müsste eigentlich jeder hier im Hause wissen, und damit meine ich auch die Regierungsbank, dass das ein hochsensibles Gelände ist. Hochsensibel zum einen, weil es sich um eine sicherheitsrelevante und von harter Knochenarbeit geprägte Bereiche handelt, zum anderen, weil hier regelmäßig der Konkurrenzkampf der Anbieter und damit der Kampf um faire Arbeitsbedingungen und Löhne tobt, meine Damen und Herren. Und nun ist es mal wieder soweit, und damit hier im Hause auch gleich Klarheit herrscht, auch diesmal stehen wir mit der SPD-Fraktion an der Seite der betroffenen Kolleginnen und Kollegen von Axiona, meine Damen und Herren. Und ich möchte die Kollegen des Betriebsrates auch oben auf der Empore im Namen der SPD-Fraktion herzlich begrüßen. Es sind inzwischen schon viele Monate, in denen sich die 1.300 Beschäftigten von Axiona mit ihren Familien Sorgen und Gedanken machen müssen, meine Damen und Herren, wie es mit ihrem Arbeitsplatz weitergeht. Auch wenn der neue Lizenznehmer die Übernahme der Belegschaft versprochen hat, bleibt für Sie die bange Frage, zu welchen Arbeitsbedingungen und zu welchen Löhnen wird denn das geschehen. Der Axiona Betriebsrat hat gemeinsam mit der Gewerkschaft vor 17 Jahren faire und durch Tarifvertrag geregelte Bedingungen ausgehandelt. Das war gut so, meine Damen und Herren. Man kann die Befürchtung der Belegschaft schon verstehen, dass mit der Vergabeentscheidung des Wirtschaftsministeriums der hart erkämpfte Tarifvertrag droht, den Bach runterzugehen. Denn der neue Unterlizenznehmer ist nicht tarifgebunden, meine Damen und Herren, und das bedeutet, dass den Beschäftigten nach einem Jahr neue und vor allem schlechtere Bedingungen drohen können. Das, meine Damen und Herren, kann hier in diesem Hause doch wirklich niemand wollen. Wir wollen feststellen, der Frankfurter Flughafen ist eine Jobmaschine. Gott sei Dank ist er das. Das soll und muss auch so bleiben. Und auch wenn der Landtag hier weder Vertrags- noch Tarifpartner ist, möchte ich eines feststellen. Von diesem Hause muss auch die klare Botschaft ausgehen, dass wir gegen prekäre Beschäftigung mit schlechten Arbeitsbedingungen und schlechten Löhnen sind, meine Damen und Herren. Und diese klare politische Botschaft erwarten wir auch von Ihnen und Ihrem Hause, Herr Minister Al-Wazir. Das ist auch an der Zeit, denke ich, denn die Sensibilität, von der ich vorhin sprach, scheint bei Ihnen und in Ihrem Haus nicht sonderlich ausgeprägt zu sein. Ich will einmal sagen, warum ich das so denke.
Erst ist das erste Ausschreibungsverfahren in die Hose gegangen, weil das Land, sprich Wirtschaftsministerium, gegen die Pflicht zur Offenlegung wesentlicher Entscheidungskriterien für die Auswahl verstoßen hat. Dann hat Ihr Haus, das ja ersatzweise, die Gründe sind bekannt, zuständig für das Auswahlentscheidung zuständig ist, einen neuen Lizenznehmer ausgewählt, offensichtlich gegen die Empfehlung der Fraport. Das nächste Klageverfahren läuft deswegen bereits. Herr Minister, vielleicht sind Sie so freundlich und verraten uns und den Beschäftigten nachher einmal, warum es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Und zu guter Letzt ist es Ihnen auch noch durch die Lappen gegangen, dass in den von der Fraport aufgestellten Kriterien keine Hinweise auf tarifliche Bedingungen standen. Und das müssen alles die Beschäftigten ausbaden, und das kann nicht sein, meine Damen und Herren. Und ich will an dieser Stelle auch einmal deutlich sagen, sich so einfach heraushalten und immer auf andere verweisen, das ist nicht ganz die feine englische Art. Und da sollten Sie sich einmal Ihren Horizont erweitern und zeigen, dass Sie als Wirtschaftsminister so etwas wie politische Mitverantwortung für Flughafen und Beschäftigte verspüren, meine Damen und Herren. Und kurz und gut, lassen Sie mich noch eins anfügen. Diesmal sollten Sie sich keinen schlanken Fuß machen, wie bei der Debatte um die Entgeltordnung, mit der Sie dafür gesorgt haben, dass wir einen Billiganbieter namens Ryanair jetzt in Frankfurt haben, meine Damen und Herren. Wir erwarten auch von Ihnen, dass Sie sich für gute und faire Arbeitsbedingungen einsetzen, auch bei den Bodenverkehrsdiensten. Wir tun das jedenfalls, meine Damen und Herren, das ist die klare Botschaft. Und wir finden, es ist an der Zeit, dass wir uns auch dafür stark machen, dass hier endlich vernünftige Branchentarifverträge eingeführt werden. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Decker. Das Wort hat der Abg. Frank-Peter Kaufmann, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, an meine beiden Vorredner gewandt und an alle, die zuhören, die ja auch zum Teil die Betroffenen sind und deshalb ein hohes Interesse haben, Hilfe! Die berechtigt notwendige Hilfe für Betroffene kommt nicht von Kampfparolen, sondern von zutreffender Analyse und gemeinsamer Aktion. Und genau das in diesem Landtag wussten wir schon einmal alle miteinander. Der Kollege Decker hat darauf hingewiesen. Wir haben beim Thema Bodenverkehrsdienste hier mehrfach diskutiert und eine gemeinsame Resolution verfasst und verabschiedet, die auch mit beigetragen hatten. Da muss man leider sagen, dass es nicht noch schlimmer kam, als es schon gekommen ist. Und deswegen, selbstverständlich ist es richtig und geboten, festzustellen, dass die Bodenverkehrsdienste ein unverzichtbarer Teil für die Funktionsfähigkeit eines Flughafens sind. Wenn nicht ein- und ausgeladen wird, kann auch kein Flugbetrieb stattfinden. Und deswegen, das möchte ich ausdrücklich unterstreichen, da drücken auch wir unseren Respekt für die tägliche Leistung und auch nächtliche Leistung, zumindest außerhalb der Kernstunden, die dort erbracht wird, aus und sagen unsere Solidarität. Unser Ziel ist, da auch schwere Arbeit, und es handelt sich hierbei darum, soll, kann und wird gute Arbeit sein und soll es auch bleiben, meine Damen und Herren. Was sehr zu bedauern ist, dass insbesondere DIE LINKE jetzt versucht, parteipolitische Gewinne daraus zulasten dieser Solidarität zu saugen und schlicht und einfach versucht, mit falschen Fakten herzukommen. Der Kollege Decker hat leider sich in Teilen dem angeschlossen. Die Landesregierung muss die Tarifbindung sichern, haben Sie gesagt. Sie wissen aber, sollten wissen, und mindestens Ihre Mitarbeiter sind auch klug genug, es zu wissen, dass es die, etwas schwieriges Wort, Bodenabfertigungsdienstverordnung des Bundes gibt, unter anderem zuständig mit das Bundeswirtschaftsministerium. Von wem das geführt wird, wissen Sie selber, die nämlich exakt vorschreibt, wie diese Ausschreibungen stattzufinden haben. Und genau daran hängt z.B., dass es eine Tarifbindung in der Ausschreibung nicht geben kann, weil es keinen Branchentarifvertrag gibt. Das ist Fakt. Und jetzt
Und jetzt müsste eigentlich das gemeinsame Interesse in der Unterstützung liegen. Und da kann man schon fragen, warum Verdi es noch nicht geschafft hat, einen solchen Branchentarifvertrag hinzubekommen. Da sind wir uns ja einig. Nur das können wir hier, das denke ich, sollte selbst der Herr Schaus wissen, im Hessischen Landtag nicht regeln. Meine Damen, das Zweite ist die Behauptung der LINKEN, der Minister, das Ministerium hätte die Neuausschreibung beschlossen. Auch das ist falsch. Das ist eine zwingende Vorgabe der EU, nach 7 Jahren spätestens wieder auszuschreiben. Und auch die Kritik, die bei Ihnen mindestens in der Presseerklärung steht, dazu, dass das Ministerium bzw. auch von Verdi vorgetragen wird, dass das Ministerium hätte die Ausschreibung machen müssen und nicht Fraport, ist schlicht an der Verordnung vorbei. Es ist die Vorgabe, es ist die Rechtsvorgabe, dass das der Unternehmer ausschreibt. Und das Einzige, auch die Kriterien festzulegen, sind Vorgabe der Verordnung. Und das Einzige ist, dann als Ersatzentscheider aufzutreten, weil Fraport in dem Falle selbst Mitkonkurrent ist. Der Ersatzentscheider, verehrter Kollege, auch wenn Sie noch so laut schreien, der Ersatzentscheider muss sich an die Kriterien halten, die vorher auch öffentlich festgelegt worden sind. Und damit ist es eben genau. Moment, bitte, Herr Kollege, meine Damen und Herren, bitte mit den Zurufen etwas. Wir haben uns alle in der Ohren ein bisschen oben, etwas leise, damit es friedlicher wird. Kollege Kaufmann, bitte. Sie versuchen hier das Bild zu stellen, es sei eine politische Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, so steht es auch in der Bundesverordnung wörtlich drin, eine Entscheidung der Luftfahrtbehörde. Das heißt, eine, die ausschließlich an den gesetzlichen Kriterien sich orientieren kann, die nämlich nur und ausschließlich nur nach Recht und Gesetz erfolgen kann und nicht nach politischem Willen. Ich kann Ihnen versichern, nach meiner Einschätzung hätte die Entscheidung wahrscheinlich anders ausgesehen, wenn sie politisch treffbar gewesen wäre. Das ist sie aber nicht. Und derjenige, der das kritisiert, der hilft nicht den Betroffenen, sondern der versucht, hier Unfrieden zu stiften. Warum Sie das tun, weiß ich nicht, aber es wird Ihnen nichts bringen. Herzlichen Dank, Kollege Frank-Peter Kaufmann. Das Wort hat der Abg. Heiko Kasseckert, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Thema, das wir heute hier diskutieren, und auch von unserer Seite gilt der Gruß hier an die Beschäftigten auf der Besuchertribüne. Das ist ein Thema, das selbstverständlich die Beschäftigten, deren Familien in den letzten Wochen und Monaten sehr beschäftigt hat. In den letzten Wochen und Monaten, mindestens seit Juli, seit der Entscheidung hier durch das Wirtschaftsministerium, und Herr Kaufmann hat dazu viele Ausführungen schon gemacht, diese Entscheidung war eine sozusagen Ersatzentscheidung, die keinerlei politische Wertung in diese Entscheidung hat einfließen lassen können. Ganz im Gegenteil, sie wurde anstelle dessen gemacht, weil Fraport selbst Beteiligter in dem Verfahren ist. Und deshalb ist die Entscheidung des Ministeriums an sehr enge Grenzen, und ich bin sicher, Herr Minister Al-Wazir wird nachher noch dazu Ausführungen machen, an sehr enge Grenzen gebunden und hat keinen Spielraum gelassen. Und dennoch sind die Beschäftigten zu Recht in Unruhe. Was passiert, wenn der Betriebsübergang auf den neuen Bieter, an die WISAG AG, ab dem November diesen Jahres stattfinden wird? Und ich glaube, Frau Wissler, wenn Sie das hier vortragen, kann man, wenn man im Detail nicht informiert ist, Ihren Worten Glauben schenken. Und es kann dazu führen, dass die Ängste, dass die Sorgen der Beschäftigten und ihren Familien noch größer werden. Und ich glaube, dass das bewusst Ihr Ziel ist. Ich glaube, dass das bewusst Ihr Ziel ist, hier diese Bühne. Ich glaube, dass es bewusst Ihr Ziel ist, diese Bühne zu nutzen und die Menschen zu verunsichern, wenn Sie im Gegensatz auf der anderen Diskussion zum Thema Flughafen vielleicht den Menschen aber auch sagen, dass Ihre Forderung, nämlich zurückzukehren auf die 380.000 Flugbewegungen, tatsächlich Arbeitsplätze kosten, nicht die Bedingungen verschärfen. Denn wenn wir zurückkommen auf die Situation,
des Jahres 1992, da haben wir rund 15.000 Arbeitsplätze weniger gehabt an diesem Flughafen. Wenn Ihre Forderung also greift, und das ist richtig, die Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne werden das nicht wissen, das heißt, da wären Arbeitsplätze gefährdet und nicht nur die Bedingungen. Ich will aber auch ein Wort zur Lösung ansprechen. Auch angesprochen war, dass es einen Wettbewerb gibt, der vorgeschrieben ist durch EU- und Bundesgesetzgebung. Auch Verordnungen seitens des Wirtschaftsministeriums, dass alle 7 Jahre im Prinzip ein Wettbewerb stattfinden muss, eine Ausschreibung. Und das Problem ist, und Herr Schaus hat den Zwischenruf gehalten, dass es eben keinen Branchen- oder Flächentarifvertrag gibt. Und wir können nur anregen, und wir würden ausdrücklich unterstützen, dass die Gespräche, die in dieser Hinsicht laufen, endlich zum Erfolg geführt werden. Denn die Situation, die Sie heute hier beklagen, haben Sie bei jeder einzelnen Ausschreibung. Sie werden an keinem Flughafen außer dem Besitz, also der Bestandshalter der Ausschreibung, Sie werden keine weiteren Bieter finden, die tarifgebunden sein können. Das liegt in der Natur der Sache, weil Sie sich eben nicht mit fertigen Unternehmen bewerben können, sondern weil Sie sich mit Gesellschaften bewerben und dann das Personal, das vorhanden ist, von dem bisherigen übernehmen. Das haben wir nicht nur bei WISAG, sondern das haben wir auch auf anderen Flughäfen in die andere Richtung. Entscheidend ist, dass dieser Übergang fair stattfindet. Und deshalb wird darüber diskutiert in einem Überleitungstarifvertrag. Und auch das wissen Sie, und das wissen die Beschäftigten hoffentlich auch, dass WISAG schon am 11. Juli, also mit dem Tag der Entscheidung, diese Gespräche nicht nur angeboten hat, sondern auch da deutlich gemacht hat, eben nicht nur für ein Ja, Herr Decker, sondern auch darüber hinaus, dass sich keiner schlechter stellen wird, weder in der Frage seiner Vergütung noch in dem Punkt der Arbeitsbedingungen. Das ist für uns eine wichtige Aussage seitens dieses Betreibers. Das zeigt die Verantwortung, und wir haben überhaupt keinen Zweifel daran, dass WISAG, und das will ich auch an dieser Stelle sagen, ein Unternehmen, ein hessisches Unternehmen, nicht bekannt für prekäre Arbeitsverhältnisse. Und deshalb, glaube ich, sollten wir an dieser Stelle auch deutlich machen, dass wir keinen Zweifel daran haben, dass WISAG diese Vereinbarungen, diese Zusagen einhalten wird. Und am Schluss, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mir als wirtschaftspolitischer Sprecher der CDU vielleicht noch ein Wort der Freude. Ich freue mich, dass ein hessisches Unternehmen diesen Wettbewerb gewonnen hat. Und ich bin sicher, an der Seite und mit den Beschäftigten, die bisher am Flughafen tätig waren, wird es eine gute Zukunft werden, auch für die nächsten 7 Jahre. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckert. Das Wort hat für die FDP-Fraktion der Kollege Jürg Lenders. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt ja selten Gelegenheit, dass ich dem Herrn Kaufmann inhaltlich zustimme. Aber ich muss sagen, das, was Herr Kaufmann und was Herr Kollege Kasseckert eben gesagt hat, kann ich mich eigentlich nahtlos anschließen. Meine Damen und Herren, die gemeinsame Resolution, was die Bodenverkehrsdienste anbelangt, ist heute schon von den Kolleginnen und Kollegen erwähnt worden. Das ist ein bisschen her, aber ich mag mir gar nicht vorstellen, wenn damals der Staatsminister, Europaminister Jörg-Uwe Hahn, aber vor allen Dingen auch die Staatssekretärin, die Europastaatssekretärin Nicola Beer, damals nicht die Verhandlungen dort geführt hätten, in Europa vorangeführt hätten, welchen Wildwuchs wir heute unter Umständen am Frankfurter Flughafen bei den Bodenverkehrsdiensten haben, mag mir gar nicht ausmalen, wie so eine Diskussion dann heute aussehen würde, meine Damen und Herren. Also, es wird nun neben der Fraport ein Übergang der Bodenverkehrsdienste von dem spanischen Unternehmen auf die WISAG zugehen. Meine Damen und Herren, warum die erste Ausschreibung gescheitert ist und warum sie Formfehler hatte, da kann man lange darüber streiten. Es ist aber richtig, dass das zweite Ausschreibungsverfahren dann eben von dem Frankfurter Unternehmen WISAG gewonnen wurde. Meine Damen und Herren, damit gehen 1.300 Mitarbeiter zunächst in einer klassischen Betriebsfortführung in das neue Unternehmen über, und dann muss sich das neue Unternehmen auch an bestehende Tarifverträge und Arbeitsverträge
halten. Das, was das Unternehmen Visag bisher, was wir wissen, ist, dass auch das Unternehmen bereit ist, dann auch wieder mit Verdi einen Tarifabschluss auszuhandeln. Meine Damen und Herren, also wir sehen im Moment überhaupt gar keinen Grund dazu, Angst zu haben, dass Arbeitsplätze abgebaut werden oder dass es zu Entgeltabsenkungen kommt. Wer sich ein bisschen mit dem Arbeitsmarkt dort beschäftigt, wird ja auch feststellen, dass es auch zunehmend schwieriger wird, überhaupt Fachkräfte in diesem Bereich zu finden und dass dort eine gute Entlohnung durchaus auch branchenüblich ist. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass es einfach dem Wahlkampf geschuldet ist, dass DIE LINKE hier dieses Thema aufgerufen hat. Und statt Nein, Frau Wissler, und es ist auch keine Bundestagswahl. Es ist ja auch gut und es ist auch legitim, dass man vor einer Wahl auch noch einmal seine speziellen Themen dann anspricht. Meine Damen und Herren, aber ich hätte mir dann auch schon gewünscht, Frau Wissler, dass Sie ein bisschen zur Versachlichung beitragen und nicht nur Ängste schüren. Und, ja, aber es ist eben auch richtig, und das gehört zur Aufgabe von Politik, dass man den Sachverhalt auch richtig darstellt und Sachen auch runterzoomt. Da haben Sie durchaus recht, aber Sie haben, zumindest Frau Wissler mit Ihrer Rede, nicht dazu beigetragen. Und das müssen Sie sich jetzt eben auch einfach noch anhören. Es ist durchaus eine Doppelstrategie, die Sie ja hier verfolgen. Denn Sie versprechen auf der einen Seite den Flughafengegnern, dass sie zu Betriebsstilllegungen kommen, dass es der einzige Weg ist, dass dort weniger geflogen wird. Das, was Sie den Flughafengegnern permanent versprechen, ist am Ende mit dem Abbau von Arbeitsplätzen verbunden. Und gleichzeitig stellen Sie sich hin und sagen, Sie sind der größte Anwalt hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Frankfurter Flughafen. Frau Wissler, das ist eine Doppelstrategie, das ist eine Doppelzündigkeit. Aber da muss man schon viel Huspe haben, um diese Position hier im Landtag zu vertreten. Vielen Dank, Kollege Lenders. Das Wort hat der Wirtschaftsminister, Staatsminister Tarek Al-Wazir. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich muss zugeben, ich bin über das, was teilweise in dieser Debatte gesagt worden ist, etwas verwundert. Wir waren uns eigentlich in Sachen Bodenverkehrsdienste schon einmal sehr viel einiger, als das hier gerade dargestellt worden ist. Wir waren uns politisch einig darüber, dass wir nicht den Zwang zum dritten oder vierten Dienstleister auch noch wollen. Ich will das auch einmal sagen, und das war auch mit die Einigkeit dieses Landtags, die dazu geführt hat, dass wir entsprechende Voraussetzungen in Anführungszeichen der EU und des Bundes an dieser Stelle verhindert haben. Und ich hoffe, dass wir irgendwann auch einmal zu dieser Einigkeit in Sachen Bodenverkehrsdienste zurückkehren können. Das drücke ich jetzt einmal ganz vorsichtig aus. Das Zweite ist, die Diskussion, die hier gerade stattgefunden hat, die braucht vielleicht ein paar Klarstellungen. Erstens. Das Wirtschaftsministerium hat keine Ausschreibung von Bodenabfertigungsdiensten vorgenommen und wird dies auch in Zukunft nicht tun. Ausschreiber ist die Fraport AG. Die Fraport AG hat diese Ausschreibung und auch die Bedingungen dieser Ausschreibung formuliert. Die Fraport AG hat dieses gemacht aufgrund einer Verpflichtung aus dem Bundes- und Europarecht. Die Fraport AG selbst betreibt Bodenabfertigung. Deswegen darf sie nicht selbst darüber entscheiden, wer ihr Konkurrent wird. Und deswegen und nur deswegen ist das Wirtschaftsministerium der Ersatzentscheider. Und ich will an dieser Stelle sagen, diese Ersatzentscheidung heißt nicht, dass wir
unsere Auswahlentscheidung an irgendwelche politischen Bedingungen knüpfen können, sondern wir müssen die Auswahlentscheidung treffen auf Grundlage der Ausschreibung, die der Dritte, in dem Fall die Fraport, gemacht hat. Wir dürfen sie nicht ergänzen oder ändern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens. Die fundamentalen Anforderungen an die Erbringung von Bodenabfertigungsdiensten ergeben sich aus der Anlage der Verordnung über Bodenabfertigungsdienste des Bundes, also aus einem verbindlichen Regelwerk. Es gibt keinerlei Berechtigung von irgendwem, auch nicht vom Verkehrsministerium, darüber hinaus weitere Kriterien zu definieren, auch wenn sie noch so wünschenswert erscheinen sollten. Und deswegen, Frau Wissler, muss ich an dieser Stelle sagen, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, es ist ein Skandal, wie das Wirtschaftsministerium entschieden hat, dann sage ich Ihnen sehr deutlich, Sie haben mich gerade eben zu einem Rechtsbruch aufgefordert, und das werde ich nicht tun. Werde ich nicht tun. Und warum ich das nicht tun sollte, sieht man übrigens daran, dass wir überhaupt nur jetzt entscheiden mussten, weil, hören Sie mir doch mal zu. Hören Sie mir doch mal zu. Also, wir mussten überhaupt jetzt nur entscheiden, weil das letzte Ausschreibungsverfahren vor 4 Jahren Rechtsfehler hatte und deswegen aufgehoben wurde. Das bedeutet, dass die Unsicherheit, die jetzt entstanden ist, unter anderem daraus hervorgerufen ist, dass ein Verwaltungsgericht am Ende gesagt hat, das ging so nicht. Deswegen ist es auch nicht im Interesse der Beschäftigten, am Ende ein Verfahren zu machen, das das nächste Mal vom nächsten Gericht aufgehoben wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen will ich Ihnen sehr deutlich sagen, ich habe großes Verständnis dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter momentan in einer Situation der Unsicherheit sind und dass sie sich Sorgen machen. Ich bedauere das, dass sie diese Sorge jetzt haben. Ich muss aber auch sagen, dass es verbindlich vorgeschrieben ist, dass man das, was da vergeben wurde, alle 7 Jahre neu vergibt. Wer das ändern möchte, muss die Regeln auf Europa- und Bundesebene ändern und darf nicht den hessischen Wirtschaftsminister beschimpfen, Frau Wissler. Ich will vielleicht noch etwas sagen. Ich würde es politisch sehr begrüßen, wenn es einen beispielsweise für allgemein verbindlich erklärten Tarifvertrag gäbe an diesem Punkt. Jetzt muss man aber auch sagen, es gibt ihn nicht. Es gibt ihn nicht. Und die Einzigen, die ihn herstellen könnten, sind die Tarifvertragsparteien, und zwar einvernehmlich. Und am Ende entscheidet auch nicht die Hessische Landesregierung, sondern das Bundesministerium für Arbeit und Soziales, ob ein solcher von allen gestellter Antrag auf Allgemeinverbindlichkeitserklärung am Ende kommt oder nicht. Und ich will an dieser Stelle sagen, das ist aus meiner Sicht, Entschuldigung, wenn ich das an dieser Stelle mal so sagen darf, wir reden viel über die Frage, wie kriegen wir es hin, dass Menschen sich zur Demokratie bekennen, dass sie an dieser Stelle, dass Politikverdrossenheit weniger wird mit allem, was dazugehört. Wenn Sie hier ein Bild stellen, als hätte ich an dieser Stelle eine politische Entscheidungsmöglichkeit gehabt, wo ich mich nur als Ersatzentscheider in einem Rechtsverfahren befinde, Entschuldigung, wenn ich das an dieser Stelle sage, dann tragen Sie Ihren Teil zur Politikverdrossenheit bei. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit. So, und jetzt zur Frage, wie es weitergeht. Und jetzt will ich das mal auch politisch sagen. Für mich kann keine Rolle spielen, wer am Ende den Zuschlag bekommen hat. Wir haben gerade wegen der Erfahrungen, dass das letzte Verfahren aufgehoben worden ist, bevor die Bewerbungen abgegeben wurden, eine Matrix erstellt. Und alle Bewerber haben vorher gewusst,
was wir wie bewerten werden. Das war den Bewerbern vorher bekannt, weil wir sicher waren, dass am Ende, und zwar egal, wie die Entscheidung ausgeht, es wieder zu einem Gerichtsverfahren kommen wird. Deswegen haben wir sehr genau darauf geachtet, dass an dieser Stelle vorher klar ist, nach welchen Kriterien da entschieden wird. Und noch einmal, wir mussten die Ausschreibung von anderen an dieser Stelle in eine solche Matrix übersetzen. Und deswegen will ich ausdrücklich sagen, dass für mich auch keine Rolle spielt, ob das Unternehmen hessisch, spanisch, aus der Schweiz, aus Frankreich oder von sonst wem ist. Das ist sozusagen Freude oder Trauer, die geäußert werden kann oder nicht. Das darf mich nicht interessieren. Es hat uns auch an dieser Stelle nicht interessiert, sondern wir haben ein klares Verfahren am Ende durchgezogen, was mit einem bestimmten Ergebnis endete und genauso wurde vergeben. Aber ich will vielleicht noch einmal etwas sagen, auch im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei der Frage, wie das weitergeht. Ein neuer Betreiber, wer immer es ist, ist darauf angewiesen, dass er qualifiziertes Personal hat. Und an dieser Stelle ist vielleicht auch hilfreich die Erfahrungen, die es in Berlin gab bei einem Betriebsübergang. Da war es nämlich so, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht übernommen wurden, dass es keinen Betriebsübergang gab und am Ende das Chaos ausgebrochen ist. Und ich bin mir sehr sicher, dass auch ein neuer Betreiber sehr genau weiß, dass er auf gute und qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewiesen ist. Deswegen ist es für mich auch logisch, dass derjenige, der die Ausschreibung gewonnen hat, angekündigt hat, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seines Vorgängers im Wege eines Betriebsübergangs übernehmen zu wollen. Alles Weitere ist Sache der Tarifparteien. Ich bin mir aber sehr sicher, dass gerade angesichts der guten Arbeitsmarktlage und angesichts der Notwendigkeit, gutes und qualifiziertes Personal zu gewinnen, am Ende dort auch ein Tarifvertrag stehen könnte, der im Zweifel die Sorgen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zerstreut. Aber noch einmal, es ist nichts, was ich entscheide, sondern es ist am Ende Sache der Tarifparteien. Und letzter Punkt, Herr Präsident, wie geht es weiter? Wie zu erwarten war, hätte ich jetzt fast gesagt, hat einer der unterlegenen Bewerber gegen die Auswahlentscheidung geklagt. Das ist ein gutes und selbstverständliches Recht. Ich muss an dieser Stelle nur allgemein einmal feststellen, ich sehe es mit einer gewissen Sorge, dass solche Klagen bundesweit nach fast jeder Auswahl von Bodenabfertigern erhoben werden, und zwar unabhängig davon, welcher der europaweit agierenden Anbieter den Zuschlag erhalten hat. Jahrelange Schwebezustände sind die Folge, mit allen negativen Konsequenzen und Unsicherheiten, auch und gerade für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen setzt sich Hessen auf Bundesebene dafür ein, sowohl das Verfahren als auch die Entscheidungskriterien für die Auswahl von Bodenabfertigern klarer zu fassen. Das klingt vielleicht nicht besonders spektakulär, aber ich bin davon überzeugt, dass es genau das ist, was den betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich hilft. Vielen Dank. Herr Minister, vielen Dank. Es gibt eine zweite Runde. Jede Fraktion hat, wenn sie will, 5 Minuten 50 Sekunden. Der Kollege Hermann Schaus hat sich gemeldet. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Minister! Es gibt viel zu sagen zu dem, was Sie hier heute vorgetragen haben. Es ist völlig richtig, dass Sie als Ersatzentscheider entschieden haben, wer den Zuschlag erhält. Und es ist auch richtig, dass Sie die Kriterien für die Ausschreibung nicht festgelegt haben, sondern die Firma Fraport, die in mehrheitlich öffentlichem Besitz ist und sehr wohl in die Lage versetzt wäre, auch ein Tarifkriterium als Ausschreibungskriterium hier mit aufzunehmen. Deswegen frage ich Sie an dieser Stelle einmal zurück,
Was haben Sie denn politisch getan in letzter Zeit, dass bei Ausschreibungen, die die Fraport vornimmt, wo das Land einen hohen Anteil daran hat, dann das Tarifkriterium auch als Entscheidungs- und Ausschreibungskriterium mit aufgenommen wurde? Herr Minister, Sie haben so getan, als weil das nicht in der Ausschreibung gewesen wäre mit dem Tarifvertrag. Sie hätten sozusagen nicht für einen Tarifvertrag entscheiden können. Das ist das Bild, das Sie hier gestellt haben. Und da sage ich, das ist eindeutig falsch. Das ist eindeutig falsch. Es hindert keinen Entscheider daran, auch keinen Minister, sich für einen Bewerber, der tarifgebunden ist, auszusprechen und gegen einen, der nicht tarifgebunden ist. Und dann betrachten wir das einmal ganz genau, was Sie hier gesagt haben. Sie haben gesagt, die Firma Visak habe sich ja bereit erklärt, auf dem Wege des Betriebsübergangs Tarifverhandlungen zu führen und die Beschäftigten zu übernehmen. Herr Minister, als Gewerkschaftssekretär sage ich Ihnen, die Bereitschaft, nach einem Betriebsübergang einen Betrieb zu überführen, beinhaltet nach 613a des Bürgerlichen Gesetzbuches die Tarifgarantie für ein Jahr und nicht länger, für ein Jahr. Und danach ist völlig offen, was dann passiert. Also tun Sie nicht so, als sei, hätte es eine Erklärung gegeben, den Tarifvertrag und die Inhalte hier zu übernehmen. Das ist falsch. Natürlich müssen alle 7 Jahre Ausschreibungen vorgenommen werden. Das ist bedauerlicherweise so. Aber wir haben Sie auch nicht zu einem Rechtsbruch aufgefordert, wenn wir sagen und kritisieren, dass Sie sich gegen ein Unternehmen entschieden haben, das tarifgebunden ist. Geben Sie es doch zu, Herr Al-Wazir. Das ist Ihnen schlichtweg durchgerutscht im Ministerium. Sie haben nicht darauf geachtet. Es war nicht Priorität bei Ihrer Entscheidung. Und jetzt versuchen Sie, zurückzurudern und das anderen zuzuschreiben. Und das finde ich völlig unredlich und unangebracht an dieser Stelle. Den Begriff Tarifbindung, ich habe da sehr genau zugehört, den Begriff Tarifbindung mit irgendwelchen politischen Bedingungen zu bezeichnen, wörtlich, das halte ich schon für unterirdisch. Tarifbindung ist nicht irgendwelche politischen Bedingungen, sondern Grundlage der Lebensexistenz von Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das ist wichtig und bedeutend. Und deshalb muss es auch mit im Vordergrund einer Entscheidung stehen, die letztendlich auch dazu führt, dass Tarifverträge nicht nur hier im Landtag angekündigt und für wichtig gehalten werden, sondern dass im konkreten Handeln, wenn das Ministerium eine Entscheidung trifft, dann dies auch ein wichtiges Kriterium sein muss. Und das erwarte ich von Ihnen. Nun haben Sie hier darzustellen versucht, dass die Frage der Allgemeinverbindlichkeit, Herr Minister, die Frage der Allgemeinverbindlichkeit eine Entscheidung wäre, die das Bundesarbeitsministerium zu treffen hätte. Das ist falsch. Das ist falsch. Ich zitiere aus einer Presseerklärung gemeinsam des Senats des Landes Berlins und des Landes Brandenburg, die vom 17.08.2017, gar nicht lange her, veröffentlicht haben, dass sowohl für den Flughafen Tegel als auch für den Flughafen in Schönefeld ab sofort bzw. rückwirkend ab dem 1. April dieses Jahres die Allgemeinverbindlichkeit für die Bodenverkehrsdienste und für die Sicherheitsdienste von den Landesministerien festgelegt und festgestellt wurde, zugegebenermaßen auf Antrag. Aber es ist also nicht eine Frage, die nur auf Bundesebene entschieden werden muss, sondern es ist sehr wohl eine Frage, die auf Landesebene entschieden werden kann. Und da frage ich wiederum, Herr Minister, was tun Sie denn dafür, dass sozusagen der Hauptbetreiber Fraport, das Fraport Group und Acciona, das sind die drei Abfertiger von Bodenverkehrsdiensten am Frankfurter Flughafen, tatsächlich zu einem einheitlichen Branchentarifvertrag kommen oder dass es auf einheitlicher Basis eine Allgemeinverbindlichkeit gibt.
Sie können dazu etwas tun, sowohl als Wirtschaftsminister. Sie können dazu etwas tun, auch im Aufsichtsrat, Herr Kaufmann. Sie können vieles dazu beitragen, dass die Sicherheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von Actiona und anderen am Flughafen tatsächlich besteht und wieder zurückkommt. Und dann sage ich Ihnen, tun Sie es einfach. Danke schön. Kolleginnen und Kollegen, ich habe hier zwar eine weitere Wortmeldung von Herrn Kaufmann, aber wir befinden uns in einer Aktuellen Stunde. Und ich weise darauf hin, dass dann ein anderer Redner der Fraktion sich melden muss, wenn Sie die Redezeit nutzen wollen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Weitere Wortmeldungen habe ich nicht. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 63 abgehalten.